Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Budokai Tenkaichi 4, mehr oder weniger. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Mein Name ist Melek und falls ihr natürlich da draußen den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch sehr, sehr gern auch ein Abo und ein Like da. Heute, Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich so ein bisschen um die Dragon Ball Geschichte. Und ich weiß ja mittlerweile auch, dass Dragon Ball ja seit Budokai Tenkaichi 4 Ähnlichkeiten sicherlich mit Budokai Tenkaichi 3 haben wird. Es ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Game irgendwie anders sein werden würde. Und deswegen will ich das euch ein bisschen zeigen. Also zuerst einmal ist es ja so, wenn ihr auf die Dragon Ball Geschichte drauf geht, dann seht ihr quasi Son Goku selber. Wartet mal kurz. Ich zeige euch das mal jetzt ganz kurz. Da seht ihr Son Goku selbst nochmal hier persönlich nochmal parat. Ihr könnt zum Beispiel eben ja eure Schwierigkeit zum Beispiel einstellen, dann obendrauf halt das Szenario wählen. Und ich kann mir tatsächlich, also um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das so, also dass sie darauf komplett verzichten wollen würden. Also jetzt mit der Saiyajin-Saga zum Beispiel, mit der Freezer-Saga, mit der Cyborg-Saga, mit der Majin Buu-Saga zum Beispiel, die Spezial-Saga, Dragon Ball GT-Saga und so. Da glaube ich tatsächlich, oder hier, was wäre wenn-Saga zum Beispiel und die Credits halt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7, 8. 8 Sagas ungefähr. Und ich weiß nicht, ob die das halt ändern werden oder nicht. Das wird sich halt natürlich irgendwie zeigen. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen neugierig, wie sich das zeigen könnte. Also auch jetzt, wenn wir zum Beispiel auf die Majin Buu-Saga einfach mal eingehen. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz. Jetzt habt ihr hier finale Fusion, Kampf um die Galaxie, Auflösung, unter anderem ein paar natürlich Quests und ja, Aufgaben, die ihr erledigen könnt. Ich kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass die im Spiel selber, das ist meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu sein wird, würde mich auch bei echt interessieren, dass sie die Story bei Budokai Tenkaichi 4, ich gehe davon aus, dass das linear sein wird. Also vielleicht so sein wird wie bei Budokai Tenkaichi, Entschuldigung, bei Budokai 3, dass man halt quasi über die Map fliegen kann und da muss man die verschiedenen Aufträge annehmen und so. Das hast du hier natürlich bei Budokai Tenkaichi 3 nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das sein wird. Aber die Sache ist halt auch die, wir haben jetzt auch noch Dragon Ball Super und die ganzen anderen Dragon Ball Teile mehr oder weniger. Und ja, die zusätzlichen Filme, die halt noch dazu produziert worden sind und so. Und ja, da wird sich dann halt noch mal einiges bei der Story vielleicht auch weiterentwickeln. Ich weiß es nicht. Ich frage mich tatsächlich halt auch, ob die Dragon Ball GT auch weiterhin nehmen würden. Und da zeige ich euch jetzt kurz was. Und zwar ist das hier. Also mit Super C17, Baby Vegeta und so, dem ultimativen Cyborg zum Beispiel und dann natürlich ultimativer Super Gogeta zum Beispiel und so. Das sind so Sachen, also ich persönlich weiß es nicht tatsächlich, also ich kann es euch nicht so ganz sagen, ob das kommen würde oder nicht, ich weiß es nicht. Das halten wir einfach mal hier so offen, sage ich euch so wie es ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir bewegen uns immer mehr von der Dragon Ball GT Saga so ein bisschen weg. Also das kommt mir zumindest vor. Die offizielle Geschichte ist es ja auch so, dass, also zumindest in den Serien und so, kam dann nach Dragon Ball Z halt GT. Aber irgendwie wird dann trotzdem weitergemacht mit, ja, ohne vierfacher Super Saiyajin und so. Und da kommt man natürlich teils durcheinander und so. Und ja, wie dem auch sei, ich will jetzt auch gar nicht zu viel etwas dazu sagen. Ich kann eigentlich mir nur vorstellen, dass halt, wenn GT ausgelassen wird, dann, ja, haben die einen großen Teil von Dragon Ball GT, also der Serie, halt einfach nicht dabei. Deswegen weiß ich nicht, wie die das halt einführen werden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wenn ich ehrlich sein soll. Wir haben es im Trailer bereits gesehen. Saiyajin Blue, Son Goku war halt irgendwie am Start. Und ob das dann, also ein Teilbereich wird davon auf jeden Fall vorkommen und deswegen bin ich halt wirklich sehr, sehr neugierig, ja, wie die das zeigen könnten oder würden, ne? Das muss ich halt einfach nochmal hier an der Stelle sagen, genau. Ansonsten zusätzlich kommt noch halt dazu mit der Dragon Ball Saga und das ist halt auch das Krasse. Könntet ihr euch zum Beispiel vorstellen, dass eben einfach jetzt Dragon Ball
also generell jetzt eine ganz normale Dragon Ball Saga kommen würde, ist halt auch nochmal eine Sache, weil damit hat ja alles begonnen, ist halt auch nochmal eine Frage, ob das kommen würde oder nicht. Das muss man halt einfach auch nochmal hier an der Stelle, ja, einfach mal festhalten. Oder ob das halt einfach gar nicht gesehen wird, das, ja, muss man einfach nochmal hier an der Stelle anmerken. Ich bin sehr gespannt tatsächlich und das wollte ich euch einfach zeigen, wie die Story aufgebaut sein könnte. Also entweder oder, ich weiß es nicht und bin halt ehrlich gesagt sehr, sehr neugierig und offen. Und wenn die das halt bringen würden, wäre das natürlich mega cool, aber ich bin mal gespannt. Und wenn ihr jetzt natürlich eine andere Meinung habt, würde mich das mal mega interessieren. Also wie ihr euch diese Story, den Story-Modus an sich vorstellt. Open World wäre zu krass. Ich glaube, für die Entwicklungszeit könnten die das nicht so bringen. Ich weiß es nicht, wann das Game konkret publiziert werden würde. Also ich glaube nicht mehr, dass das dieses Jahr publiziert wird. Ich denke, dass das nächstes Jahr im Frühjahr irgendwie publiziert werden würde. Aber das wäre natürlich ultra krass geil, wenn die das dann halt wirklich auch schaffen, ne? Dass man halt wirklich sagen kann, dass wir halt auch ziemlich viele Charaktere haben und so. Aber dazu werde ich ein separates Video nochmal machen. Genau, das war es jetzt erstmal zu Budokai Tenkaichi 4 mit dem Spiel Budokai Tenkaichi 3. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Ihr seht da selber, es gibt ja auch Oberteufel Piccolo, den Vater und hast nicht gesehen. Ihr habt da teilweise so verschiedene, ja, Charaktere. Und deswegen, ja, das einfach dazu. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, 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 euer Melek.